So, und hier haben wir Archimedes, die erste große Figur, die ich von Mystic Legions habe. Und wenn ihr meine anderen Videos geguckt habt, ihr wisst, ich stehe auf große Figuren. Das finde ich extrem cool, vor allem wenn diese dann auch noch bewegliche Teile haben. Archimedes gehört auch zur Wasteland Wave und zur Fraktion der Legion of Aresir. Es gibt innerhalb der Mystic Legions natürlich verschiedene Fraktionen und die Waves werden hier nicht nur mit Wave 1, Wave 2 oder sonstiges betitelt, sondern Four Horsemen geben den ganzen Waves immer spezielle Namen. Auch das finde ich wirklich cool gemacht. Archimedes ist, wie zu erkennen, natürlich ein Zyklop. Und er ist ein Mitglied der Rasse der einäugigen Riesen. Und sie dienen normalerweise als Waffenschmiede, Baumeister und Architekten. Und Archimedes ist hier der Hauptaufseher der Schmieden von Aresir. Und durch seine kolossale Art Einschüchterung hält er natürlich alles am Laufen. Ja, wenn ihr das Ganze mal durchlesen wollt, die Geschichten finde ich immer extrem interessant. Das Ganze könnt ihr auf den Four Horsemen Seiten nachlesen. Archimedes sehen wir vorne schon in der Fensterbox und wir haben hier ein neues Artwork, für mich auch mal ein neues Artwork im Gegensatz zu den anderen drei Figuren, die ich habe. Und auf der Seite sehen wir schon diesen coolen Barbaren und hier seht ihr nochmal die Geschichte zu Archimedes und hier wieder die bekannte Geschichte zu den Mystic Legions und wir haben hier ein wunderschönes Artwork mit einem Minotaurus, einer Heldin, Kämpferin, einem Zwerg und das Ganze in winterlicher Landschaft. Archimedes werden wir nun befreien. Auch das, Leute. Sieht cool aus, ne? Und das gut rauszuholen. Und wir haben hier schon Archimedes und werden ihn mal von seinen Drahtfesseln befreien. So, die Befreiung ist gelungen. Ja, das war jetzt ein bisschen drahtgedünst und hier ist Archimedes. Er kommt kolossal daher. Ich finde es wieder fantastisch und wir messen unseren Freund hier sofort und kommen auf 25 cm. Wir nehmen Cronuff mal zum Vergleich. Da seht ihr den Vergleich und das ist schon ordentlich. So sollte auch ein kolossaler Zyklop natürlich im Vergleich aussehen. Das Ganze sehen wir uns näher an. Hier fällt sofort ins Auge, sein Schurz ist Fell. Auch das ist etwas, das ich sehr mag, das nicht nur in Plastik angedeutet ist, sondern hier ist wirklich weiches Fell. Das ist top gemacht. Die Details sind hier wirklich großartig, Leute. Schaut euch das an. Wir haben hier Knochen. Wir haben hier ein großes Amulett am Gürtel. Eine große Schnalle. Sieht schon aus wie ein top geschmiedeten Gürtel. Auch hier wieder die Schurzteile sind aus Gummi. In schöner Leder, in ledernen Farben, schön braun ledernen Farben. Und hier die einzelnen Ketten, nichts ist drüber gepinselt. Also schöne Details, schöne Bemalung. Seht euch seinen Unterarmschutz hier an, mit den Zähnen, die hier rausragen. Und die einzelnen Nieten in Kupfer und Silber gehalten. Hier haben wir Schnallen. Und auch auf der
anderen Seite eine ordentliche Bemalung. Das Ganze natürlich auch an den Füßen. Der Schutz genauso gehalten wie an den Unterarmen. Und auch das ist wirklich großartig. Und schaut hier, auch das ist aus Gummi, so wie die ganze Rüstung vom Torso. Das ist gut gelungen. Und ich nehme den Helm ab und seht euch mal Archimedes sein Gesicht an. Super gelungen, das Zyklopenauge, wirklich markant. Seine Stoßzähne, auch hier die Bemalung, einzelne Faltenbildung. Also wirklich großartig, großartig, großartig. Seht euch die Füße an. Wir haben hier 4 einzelne Zehen und die Füße sind wirklich groß und mächtig. Erinnert an einen Gorilla. Und auch hier bei Archimedes wieder die einzelnen Adern auf seinen muskulösen Armen, die sich auch an die Schulter fortführen und auch hier hochgehen am Nacken. Also der Detailgrad ist hier wirklich super gemacht. Den Helm sehen wir uns jetzt hier schon mal genauer an. Es ist ein festes Plastikteil. Hier ist es so eine Art Gummi. Und das ist wirklich fantastisch gemacht. Die ganze Farbgebung ist hier in einem bläulichen Ton. Und ihr seht hier auch die Einkerbungen durch das Schmieden. Und vorne dieser Halbkopf, oder wahrscheinlich ist hier nur eins auch für den Zyklopen in Kupfer gehalten. Also das ist wirklich, wirklich cool. Zuerst wieder geht es an die Beweglichkeit. Die Füße von Archimedes lassen sich in der Runde drehen. Ihr könnt sie seitlich stellen und auch nach innen, also auch das wieder großartig. Nach hinten ist es relativ schwer, ihr hört schon am Geräusch. Und nach vorne ist es auch ein bisschen möglich. Ich möchte nicht übertrieben drücken. Also da muss ich gleich mal gucken wegen der Standfestigkeit, aber durch die großen Füße gibt das kein Problem. Der Unterschenkel lässt sich 360 Grad drehen. Natürlich könnt ihr ihn auch flexen. Das Bein könnt ihr nach vorne bewegen, aber nur bis zu diesem Punkt. Und nach hinten lässt es sich leider gar nicht bewegen. Begrenzt, also durch sein Po. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, da könnt ihr es sehen. Also das leider nicht, finde ich persönlich schade, dass die Beweglichkeit bei Archimedes hier sehr begrenzt ist, was die Beine von vorne nach hinten angeht. Und wir sehen hier, ein bisschen Fell geht ab. Die Beine könnt ihr spreizen bis zu diesem Punkt. Auch da habt ihr ein festes Einrastgeräusch, wie ihr hört. Der Oberkörper lässt sich 360 Grad drehen. Und auch hier haben wir natürlich einen App Crunch, also von hinten nach vorne, was natürlich auch ganz vergessen bei den anderen Figuren möglich ist, bei den Mystic Legions Figuren. Die Hände lassen sich 360 Grad drehen, genauso wie der Unterarm. Ihr könnt natürlich einen Bizeps Flex machen und das ist hier bei Archimedes wirklich schwer. Ihr hört das schon, aber so soll es sein, als dass es von vornherein locker und labberig ist. Und natürlich könnt ihr eine Außenrotation des Unterarms machen, genauso wie eine Innenrotation des Unterarms. Und natürlich lässt sich der Arm auch abspreizen und einmal in der Runde bewegen. Genauso wie sein Kopf 360 Grad beweglich ist. Also hier sitzt alles wirklich, wirklich fest, so wie es auch sein soll. Den Helm setzen wir Archimedes wieder auf
und schauen, womit er noch kommt. Also wie gesagt, bei den Mystic Legions ist immer gut Zubehör bei, finde ich. Das machen sie wirklich gut. Übrigens, die Figur liegt bei 75 Euro. Und auch da wieder der Hinweis, wenn ihr Glück habt, ich habe sie für 60 bekommen in meinem Comicladen. Wie gesagt, handeln ist meine Devise. Und wer nicht fragt, ja, der zahlt den Normalpreis. Aber guckt euch um, vielleicht habt ihr auch Glück auf den diversen Plattformen, wenn mal ein Privatverkäufer es dort anbietet und ihr mitsteigert. Ansonsten, die Figur wird natürlich wie alle Mystic Legions auch steigen, sobald sie gar nicht mehr erhältlich ist bei den Online-Händlern. Was wir hier haben, ist 1, 2, 3 Teile. Wir sehen uns zuerst die Axt an und auch hier ist der Detailgrad wirklich super gehalten an seinem Helm. Auch wenn es hier silberfarben ist, wir haben hier die Nieten, die in Kupfer gehalten sind. Und auch hier schöne Details, unten die Spitze, oben die Spitze und die Einkerbungen durch seine Kämpfe, auch das detailgetreu. Dann haben wir noch diese zwei Stäbe und das dient zur Verlängerung der Axt, des Axtkopfes. Und seht euch das mal an. Das passt, das ist super. Und da könnt ihr natürlich, das nehmen wir mal ab und stecken dies rein. So habt ihr natürlich auch hier die Spitze wieder unten und packen es Archimedes in die Hand. Und schaut mal, die Hand ist wieder so halb geschlossen und auch hier werdet ihr Kraft aufbringen müssen. Halleluja! Also Leute, hier müsst ihr ackern. Okay, einmal die Hand ein bisschen aufgebogen. So. Am Anfang war ich immer zimperlich, aber seitdem ich die Mondo-Figuren habe, bin ich das nicht mehr. Also ihr müsst das wirklich aufbiegen mit Kraft, aber übertreibt es natürlich nicht. Und so sitzt es auf jeden Fall sehr fest und sieht auch mega cool aus. Wiegen wir unseren Zyklopen mal und Archimedes wiegt 439 Gramm. Fast ein halbes Kilo und das finde ich ordentlich, vor allem für den Preis ist das wirklich geil. Da ist das Preisgewicht doch wirklich top und vor allem macht die Figur sich mega cool im Regal. Also ich liebe diese Figuren. Ja, die einfach geil. Ja Leute, das ist der Bericht zu Archimedes. Es ist ja meine erste Großfigur der Mystic Legions. Die Verarbeitung ist hier wirklich top gelungen. Die Four Horsemen haben auch bei dieser Figur alles richtig gemacht. Und ich bin ja, wie ihr wisst, zu einem großen Mystic Legions Fan geworden. Demnächst natürlich mehr von den Mystic Legions. Ich habe schon einige ins Auge gefasst, die ich gerne hätte. Und werde sie euch natürlich präsentieren. Auf der linken Seite findet ihr die Playlist der bisherigen Mystic Legions. Seht sie euch an, bleibt dran und let's collect!